Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem weiteren epischen Part. Chrono Trigger Hype. Im letzten Part waren wir hier unterwegs im Ocean Palace, haben ein bisschen Stuff gemacht, haben mal ein paar Rätsel gelöst, glaube ich, und ein paar Gegner getötet. Ich weiß gar nicht, ob wir Rätsel gelöst haben. Wir haben uns auf jeden Fall ein bisschen durchgekämpft. Lasst mich nur ganz kurz checken, ob wir alle fit sind, aber anscheinend habe ich eine Shelter benutzt, so klug war ich dann doch. Dann würde ich sagen, wir gehen nach oben und schauen, was dort abgeht. Denn ich glaube, wir sind schon fertig mit diesem Dungeon. Hey, da ist so ein Blobboy. Hey, Boy, aus dem Weg, Mann. Das ist die Halle der Mammutmaschine. Jetzt ist doch die Zeit, zurückzugehen, nur... Alter, haben wir den einfach weggeworfen? Holy shit, wir sind fucking angry. Der arme Boy, der wollte uns nur warnen. Oh ja. Hey, Scumps. Wir haben es gerade noch in der Zeit geschafft. Es ist eine Schande, aber ich muss diese Maschine anmachen. Oder hat sie das gesagt? Oh. Wir werden nicht erlauben, dass du mit Larvos spielst, Königin. Du bist doch... Ihr seid doch... Hilfe! Skada! Was tust du, Skada? Ich brauche deine Hilfe hier! Schnell, Clono! Es, jetzt ist die Zeit! Also, es gibt, wir haben keine Zeit. Clono, benutzt das Messer des alten Mannes, um die Maschine zu zerstören. Okay. Los geht's, Bruder. Bereit, großer Bruder. Oh, Sun. Auf einmal wird daraus ein Masamune, toll. Das ist das Masamune. Damn, Sun. Die Mammutmaschine! Es kommt! Nein! Nein, hört auf! Dieses Schwert alleine kann es nicht aufhalten! Oh shit! Was? Oh fuck! Eventuell könnte das ein Problem sein. Fuck, das ist auf einmal Labos. Vernichtung regnet vom Himmel herab. Holy fuck. Ja, das ist jetzt doof gelaufen. Ich habe dafür gewartet. Oh Mann, was für eine Überraschung. Magus, Mann. Ich habe auf dich gewartet, Larvos. Ich habe lange Zeit davor geschworen, dass ich dich vernichten werde, egal was der Preis ist. Es ist Zeit, das nun zu erfüllen. Fühle meine Wut, Larvos. Kein Plan, was Raph heißt. Was glaubst du, was du tun kannst? Huh. Ein falscher Prophet. Du wirst einen Snack abgeben für den großartigen Larvos. Mutter, bitte hör auf! Diese Kraft kann nur in Vernichtung enden. Hau ab von hier, Skala! Die allmächtige Lebens... die ultimative Lebensform von Larvos und nicht Sonic Shadow the Hedgehogs. Er lebt in allen von uns. Du bist auch ein Teil davon. Du kannst das Schicksal nicht verändern. Stell dich gegen mich und ich werde dich zerstören. Hilfe! Springt dir erstmal auf Larvos drauf. Komm, Prophet. Fühle die Kraft von Larvos. Meine Kräfte werden abgesaugt. Magus, du bist auch ein bisschen scheiße, weißt du? Wir haben dich fertig gemacht. Das bedeutet, wir sind ein bisschen stärker. Und er hat uns gewonnen-shottet. Was glaubst du eigentlich, was du hättest tun können?
Ich werde nicht besiegt. Ich habe die Dunkelheit überlebt, um dich zu besiegen, Lavos. Nimm das! Was? Es hat nicht funktioniert? Holy fuck. Narren. Eure lausigen Kräfte können Lavos nicht mal berühren, ne? Das ist für mich, für euch. Ihr sollt das unendliche Leben genießen. Als Teil von Lavos. Oh, lol. Bist du in Ordnung? Wenn das so weitergeht... Magos. Das ist mein zu besiegen. Oder so. Shit. Luca, Waifu! Hast du noch nicht aufgegeben? Was glaubst du denn, was du tun kannst? Du forderst Lavos heraus? Mit deinen, mit diesem, geschwächten Körper von dir? sie selbst, die Kraft, die Lavos fühlt, oder so. Shit. Hör auf, Klono! Unterlass uns, Klono! Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit. Klono? Klono! Ich kann ihn nicht besiegen, Lavos. Klono! Da war nichts, was ich tun konnte. Ja, wir müssen unsere Flucht planen. Der Palast stürzt ein. Die letzten Kräfte meines Medaillons werden euch zur Sicherheit führen. Ich weiß, ihr könnt ihr nicht vergeben, aber bitte hasst meine Mutter nicht oder unser Königreich. Es tut mir so leid. Und jetzt geht's. Klono? Fucking hell. Eine Flutwelle! Alter.
Vorsicht, Chrono! Halt durch, Chrono! Nein! Chrono. Chrono! Chrono! Ihr seid wach. Ihr wart bewusstlos? Chrono! Wo ist Chrono? Wir dachten niemals sonst. Also war es kein Traum? Könnte das erdgebundene Dorf sein? Die Insel war das Einzige, was übrig geblieben ist nach dem Ozeanpalast-Desaster. Das ist so deprimierend. Keine Ära ist sicher. Es gibt auch nicht wirklich viel in der Zukunft, wonach wir streben können. Wo ist der alte Mann Melchior hingegangen? Als das Desaster angegriffen, also geschehen ist. An Eerie? Webportal. War da auf einmal so ein komisches schwarzes Portal, was sich materialisiert hat. Melchior hat versucht, Janus zu retten. Aber er wurde ebenfalls reingezogen. Ein schwarzes Portal? Ein Gate! Was ist mit Scala? Ich weiß es nicht. Niemand hat sie gesehen. Epoch, welches Schicksal ist nur über uns gefallen? Euer Schiff ist ziemlich resistent und sicher. Ja, es ist fast, als würde es euch hier gefolgt haben. Oh, das muss euch gehören. Mares Anhänger. Den hat Chrono bei sich behalten. Es war immer an eurer Seite. Wie ein Wächter. Chrono. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht zum Rasten. Ich gehe zu den anderen. Das ist ziemlich fucking deprimierend. Chrono ist einfach tot. Tot! Fucking hell. Wen nehmen wir dann? Wir nehmen den Robo-Bruder. Das ist schon eine Weile her. Jetzt spielen wir einfach Luca. Das ist so cool. Fucking hell. Chrono ist einfach tot. Naja, rüsten wir Robo-Bruder mal ein bisschen aus. Was macht die Sidescope nochmal? Oh, wir können uns, glaube ich, das Rage Band. Das ist ganz nett. Also, ich wusste leider schon, dass Chrono früher oder später sterben wird. Aber trotzdem. Das war eine ziemlich krasse Szene, wie ich finde. Also echt extrem. Gehen wir mal zu unserem Schiff. Oder auch nicht. Gucken wir uns vielleicht noch ein bisschen hier um. Vielleicht in den anderen Hütten oder so. Oder Höhlen oder was auch immer das ist. Das letzte Dorf. Hi. Ein paar von den Erleuchteten haben überlebt. Aber jetzt besteht kein Unterschied mehr zwischen dem Erleuchteten und den Erdgebundenen. Können sie keine Magie mehr nutzen? Ein Mondstein ist am Millennia-Ort gefunden worden und wurde zu einem Sonnenstein. Kein Plan, Alter. Der Sonnenhalter der Seal hatte so einen Stein. Ein sehr alter Stein ist gebraucht, um so viel Kraft aufzusammeln. Okay. Wahrscheinlich war das einer von diesen Steinen, die wir für die erste Wassermune brauchten und so. Hey, da ist doch was. Hi, Bro. Kaufen? Ja klar, Alter. Mittlere Tonic, nehme ich mal wieder ein paar mit.
Also Tonics normal, mittlere Tonics auch. Nehmen wir uns mal 8 mit. Ist ja nicht verkehrt, Alter. Full Tonic. Ist halt nicht geil, also ist halt nicht ungeil, ne? Heal. Davon nehme ich mir noch ein paar mit. Revive. Davon nehme ich mir auch mal 6 mit. Das wird genügen. Ein paar Shelter nehme ich mir auch auf jeden Fall mit. 8 sollten genügen. Und Ether verkaufte hier. Ist aber teuer. Nee. Wir nehmen uns aber mal ein paar Fulltonics mit. Einfach mal, um die zu haben für den Fall der Fälle. So, das passt. Oh, komm mal wieder, Alter. Komme ich hier nicht an dir vorbei irgendwie? Nein, ist okay, Alter. Was? Come back with him, because his very, very... Achso, komm später irgendwann zu ihm zurück. Seine Waren variieren von Zeit zu Zeit. Okay, whatever. Commons. Okay, gehen wir da lang, Alter. Wie kann ich auf diesem Land überleben ohne meine Magie, Alter? Du brauchst keine Magie zu überleben. Außerdem bist du nicht allein. Du hast absolut recht. Wir leben und es gibt immer noch Hoffnung. Sie haben echt ihre Magie verloren. Ha. Ob die Magie von Lavos selbst kam? Ah, wir den ganzen Tag hier rumdödeln müssen oder so, keine Ahnung. Wir wachsen, um uns gegen eine mächtige Kraft zu Wehr setzen zu können. Alles und irgendwie jeder ist in den Boden gesunken. Okay. Die See ist ziemlich wolkig. Und der Blizzard hat eigentlich aufgehört. Könnte der lange Winter eigentlich vorbei sein? Oh, vielleicht. Er hat sich bestimmt selbst in den Schlaf geweint. Lass ihn in Ruhe. Okay. Seid ihr ausgeruht? Verbeugt euch und zeigt Loyalität zu unserem neuen König Dalton. Was? Was geht mit euch ab, ihr Scums? Holy shit! Jemand hat also immer noch Magie, ha? Huh? Oh Mann, was für eine Überraschung. Stück Scheiße. Den machen wir fertig. Ihr seid hier? Was ist los? Ihr könnt so viel von Glück reden, dass ihr am Leben seid. Fein Dalton! Dalton Sack und die verpesteten Gurus sind weg. Ich werde Asil nun zum Königreich von Dalton ernennen. Alter, die Welt ist fast untergegangen. So viele Leute sind gestorben. Und der Wichser denkt an nichts anderes als an sich selbst. Du, ihr seid am Leben? Ach, das, dieses Gefährt da draußen muss euer sein, oder? Ist genauso wie das, was Balthasar gebaut hat. Ich habe entschieden, dass ihr so ein schönes Spielzeug nicht verdient. Ich werde es zu meinem persönlichen Gefährt ernennen. Du machst wohl Witze! Ja, du musst mit mir kommen. Sonst scheint ja noch vielleicht eine Rebellion oder so etwas. Und nun als ein Zeichen meiner Freundschaft zu euch oder so, keine Ahnung, was das Team heißt. Nimm das! Au! Au, Son! Au, damn! Was? Ja, kein Scheiß mit Luca. Holy shit! Die Frau ist bereit für den Shit. Wie ist das? Genießt es, den kleinen Geschmack von wahrer Macht. Alter, machen wir sie fertig. Okay, so viel dazu. Fuck. Fucking Dalton. Wo zum Fick sind wir? Frog? Wo sind wir? Oh, scheiße. Fuck this shit. Unsere Ausrüstung ist weg.
Die Items auch. Selbst das Geld. Jetzt was? Was machen wir jetzt? Nein! Oh, fuck, son. Dabei war ich gerade einkaufen. Oh, speichere ich hier mal. Holy shit, Mann. Der neue König. Fuck. Wir hätten uns schneller wehren müssen. Was? Der Himmel. Wir sind im Bauch von... Oh, son. Den Blackbirds. Holy shit. Er ist eventuell etwas suboptimal für uns. Was? Hier können wir nicht hoch. Hier meinst du? Ach so. Hey, hier können wir doch hoch. Sehr schön. Und hier ist verschlossen, nehme ich an. Geschieht ihnen recht. Ohne Waffen sind sie machtlos. Was sollen wir tun, Luca? Heilige Scheiße. Wir sollten uns einen Plan ausdenken. Wir sind nicht machtlos, wir haben immer noch unsere Magie. Lass uns die Entführer von hier aus begutachten. Okay. Das ist eine Drohne oder so ein Shit. Fuck. Und hier? Hier sind noch mehr von den Boys. Mhm. Und anscheinend noch eine Zelle. Kommen wir hier rein? Nee, ich glaube nicht. Was ist hier so? Darf ich mal bitte anmerken, dass das Spiel wunderschön ist? Holy shit, Mann. Vor allem die Szene, wo Lavos alles zerfickt hat und so, das war wirklich wundervoll. Mhm. Komme ich nirgendwo raus? Hier sind auf jeden Fall einiges an Boys. Eine Eins. Okay. Heilige Scheiße, es sind wirklich viele Lüftungsschächte. Und der Blackbird ist anscheinend richtig groß. Hier ist nix. Doch! Ah! Bringt mir das irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Toll, schön, dass es da ist, weißt du? Gucken wir mal hier. Ah ja. Mal sehen, was es hier so gibt. Oh, wir können hier raus. Sehr schön. Well, fuck. Wie seid ihr denn hier rausgekommen? Fickt euch. Scheiße. Okay. Was sollen wir tun, Luca? Wir tun so, als wären wir krank. Ich verstehe. Den Guard auf Guard erwischen. Ha, 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 ha. Fuck. Totale Systemüberladung. Irreparabel, bitte Hilfe, bitte. Was ist los? Oh, scheiße. Hier, friss. Anscheinend hatten wir Erfolg. Yeah. Wo ist der geilste Boy? Ich speichere hier mal. So, gucken wir mal. Fucking Drohne, sollten wir nicht hingehen? Was ist hier? Können wir die fertig machen? Ich meine, wir haben unsere Magie. Es ist nicht so, als wenn wir wehrlos tatsächlich, ne? Ja, genau. Nur der Versuch. Oh, fuck. Ich fürchte, ich habe ein bisschen verschissen. Muss ich neu laden? Gucken wir mal hier hoch. Vielleicht gibt es da noch irgendetwas. Das ist immer noch der eine Typ, den wir geschlagen haben. Beziehungsweise Robo ihn geschlagen hat. Hey du! Hä, was? Oh shit, da hat uns wohl jemand gesehen. Das ist jetzt ein bisschen uncool. Oh! Ich denke, er darf nicht einfach an irgendeiner anderen Gefährt rumbasteln. Anscheinend hat er den Epoch modifiziert. Seid leise!
Passt gut auf, was ihr tut. Das wird mein royaler Luftthron sein. Die Welt soll mir gehören. So ein Fuckhead. Was ist hier so? Oh. Ja, hier können wir noch lang. Oh shit, die Drohne. Okay, wir sollten echt aufpassen. So. Gucken wir mal hier. Wir müssen erstmal unsere Waffen finden. Ey, wie seid ihr rausgekommen? Oh, scheiße. Ja, genau, Alter. Versuchen wir es nochmal. Ich bin ja diesmal, ja, wollte ich die ja nicht angreifen oder so. Ich bin einfach nur rausgelaufen. Deshalb verwundert mich das schon so ein bisschen, dass wir so erwischt wurden im Live. Ach, vielleicht von der Drohne oder was? Das könnte sein, schätze ich. Warte, wir bleiben oben, bis die links ist. Und dann sneaken wir uns vorbei. Oder? Oder ich gehe einfach da lang. Oh, damn, son. Da ist einer, da ist die Drohne. Was ist hier? Hier sind die Boys. Aber an denen kommen wir halt nicht entlang. Shit. Was ist hier? Hier ist eine fucking Drohne. Und die können wir uns nicht kümmern. Oh, oh, oh. Okay, wir rennen schnell weiter. So, dann gehen wir da hoch. Und dann sind wir hier. Und jetzt, fuck, keine Ahnung. Jetzt gehen wir da lang. Yeah, und wir sind wieder in unserer Zelle. Nice. Good job. Es war ein nicer Try, müsst ihr zugeben. An den komme ich, glaube ich, hier einfach so vorbei. Wir gehen mal nach unten. Fuck. Bleib ich hier mal stehen? Okay, das hier hat jetzt nicht gesehen, sehr gut. Wenn ich hier dran vorbeilaufe, sieht er mich 100 Pro, Alter. Hier waren wir ja schon drin, ne? Ja. Ja. Yeah. Oh. Was gibt's denn noch so hier? Oder sieht dieses Ding mich überhaupt? Ja, oh, ups, sorry. Luca flieht, Luca flieht. Ja, fickt euch! Scheiße. Ha. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwo nach unten hin. Im Live. Oder wir können mit diesen Schaltern interagieren, das könnte auch sein. Ich will mal nochmal dorthin, wo ich gerade war und gucken, ob ich mit diesen Schaltern interagieren kann. Mit, da wo die 1 steht und so. Ja, sehr schön. Okay, dann wollen wir hier runter. Oh Gott, oh fuck. Wir bleiben hier mal stehen. Die anderen Boys werden auch überhaupt nicht gesehen. Okay. Dann machen wir so. Nee, doch nicht. Ah, okay, von hier aus kann ich das auch betätigen. Gut. War das hier dann? Okay, hier ist da. Oh shit. Hey, wie seid ihr rausgekommen? Fuck. Let's try this again. Oh, ups. Ich mag diesen, ich mag das Robo so, diese anderen Klänge halt so. Wenn er zum Beispiel landet, dann ist nicht dieses, wie bei der anderen, sondern wirklich so ein Klong. Es ist ein nettes kleines Detail, finde ich. Großer Fan. Robo nur so, ich mache hier nur ein bisschen Training, Bro. Okay, dann wollen wir mal nach rechts. Okay, wir bleiben hier mal stehen. Wir werden bestimmt überhaupt nicht gesehen oder so. Aber was sich hinter dieser Tür dort rechts befindet, das sehen wir im nächsten Part von Chrono Trigger, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr schaltet demnächst auch wieder ein. Bis dann, ciao.